Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. So, heute sind wir nochmal zum Abschluss der Spielwoche bei Lia, Ocean und Aiden. Abschluss der Spielwoche deswegen, weil ja morgen eine Baufolge kommt. Dann ist ja schon wieder Wochenende. Meine Güte, hoch die Hände, Wochenende! Oh Mann. Ja, wir könnten heute eigentlich mal mit Lia kurz in den Park gehen und Frösche sammeln. Aber ich wollte ja eigentlich auch mit Aiden. Ich wollte ja mit Aiden eigentlich gerne nochmal mit Skylar, ne? Pfui, Rechnung bezahlen. Nee, du. Spiel vielleicht dir erstmal irgendwie was. So. So, du kannst vielleicht auch mal ein bisschen hier im Spielzeug spielen mit dem violetten Verfolger. Er ist gelangweilt, weil er tanzwütig ist und keiner mag tanzen. Moment. Was müssen wir gerade noch machen? Eine romantische Beziehung mit drei Sims gleichzeitig haben. Eine starke romantische Beziehung. 10 Sims küssen. Wir sollten definitiv uns mit Skylar treffen. So, mit Izumi Izuki kann er sich auch treffen. Warum kann er sich denn nicht mit Svea treffen? Das ist ja strange. Er hat ja auch romantisches Interesse an ihr. Dachte ich. So ein bisschen matt. Dim, dim, dim. Oh, hier ist ein Obstsalat bitte noch zu Ende. Und die Toilette ist kaputt. Da muss ich dann wieder... Nee, ich meine, das Waschbecken. Da muss ich dann wieder Lia drum kümmern, ja? Ja, aber machen wir mal mit ihr. Was bringen eigentlich diese Plasmafrüchte? Was bringen eigentlich die Plasmafrüchte? Ganz ehrlich. Weil die bringen ja jetzt nicht so viel Energie, ne? Aber wie kann ich die denn... Die kommen auch in Cocktails rein oder so, glaube ich. Aber was ist denn jetzt? Jetzt ist er ja eigentlich... Warte mal, Outfits. Outfit ändern. Haben wir auch irgendwas Schickes? Damit könnte er Skylar vielleicht beeindrucken. Was sagt sie? Oh, sehr schön. Ocean ist mit den Hausaufgaben fertig. Das macht er so gut. Haben wir hier auch irgendein Restaurant oder sowas? Wo man mal hingehen könnte? Wo ist denn diese eine... Ach komm, wisst ihr was? Wir könnten ja auch mal mit Skylar und Ocean in die eine Bar gehen, oder? Reisen? Mit Skylar? So, du wirst Skylar dort treffen. Wunderbar. Wunderbärchen. Ich würde gerne mit ihm auch mal hier oben in diese Lounge... In die Sternengucker-Lounge. Die ist schon wirklich eigentlich recht exklusiv. Und was er natürlich nicht weiß, ist, dass auch Lia und Elias sich hier näher gekommen sind. Aber wie gesagt, das weiß er ja nicht. Und im Endeffekt ist er schlimmer, weil er schon mit zwei Damen, ne? Also neben Lia mit zwei Damen. So. Da 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 dam, da 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 dam. So, ein Kompliment machen. Ich möchte gerne auch mal was anderes anziehen. Freundlich, können wir hier nicht auch... Geht das nur über Romantik? Um Verabredung bitten. Okay, also anscheinend wollte sie das nicht. Über beschämte Stimmung reden. Gestehe ihr mal ein, dass du gerade ein bisschen unsicher bist in deiner Art. Das kann, glaube ich, durchaus... Das kann, glaube ich, durchaus hilfreich sein in dem Punkt hier.
überzeugen zu flirten. Tag verschönern. Fotos teilen, das verbindet. Kompliment über Aussehen machen, kann er sich mal verziehen. Wir können ihr bestimmt auch mal... Oh. Skylar ist auch nicht die einfachste Person. Über Interessen reden, mit Geschicklichkeit prahlen. Sag ihr, dass du Angst vor Vampiren hast. Um sehr Schwächen einzugestehen, kann eine Stärke sein. Wenn man sich damit im Endeffekt eigentlich eine Blöße gibt quasi und der andere das dann vielleicht zu schätzen weiß, dass man ihm das erzählt hat. Aber da hat Aiden gerade schon wieder irgendwas versaut. Also Aiden, so wird es nichts. Und warum hängt mein Spiel gerade? Aha, jetzt geht's weiter. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen kennenlernen. Nein, kein mutiger Anmachspruch, das kann nur schief gehen. Echt? Du hast sie so müde gemacht, so müde gelabert. Ist er jetzt kokett, weil er mit dem eben geredet hat? Das kann ja jetzt wohl nicht sein. Wir fragen sie mal nach dem Liebesleben, bieten ihr eine Rose an und posieren aufreizend. Kann klappen, muss aber nicht. Ups. Vor der Skyline. Ja, das hat ihr gefallen. Es gefällt ihr gerade, dass er sie umgarnt. Warte mal. Stopp. Mit Lob überhäufen Hände küssen könnten wir auch mal ausprobieren. Dann können wir auch noch mal flirten. Ja, das wird doch gerade ein bisschen besser. Das geht doch langsam in die richtige Richtung. Wir erinnern uns, Cleo hat das auch nicht so super leicht gehabt mit Sergio damals. Süßholz raspeln. Das gab es damals in Sims 1. Da konnte man Süßholz raspeln. Da gab es noch nicht flirten. Da gab es Süßholz raspeln. Ich denke mal, du kannst ja langsam auch mal gestehen, dass du dich tatsächlich nicht angezogen fühlst. Ja, das wollte sie hören, durchaus. Wohnungsschlüssel geben. Das könnte zu Problemen führen, definitiv. Aber das ist ja auch gerade so ein bisschen das, was wir herausfordern wollen, ne? Oh, verführerisch flüstern. Schnelle Wiedergutmachung vielleicht, weil er sich halt eben so ein bisschen blamiert hat, ne? Warum leckt das ja immer mal wieder? Schon wieder? Das gibt's doch nicht. Das tut's doch sonst nur, wenn ich schnell vorspule. Wir könnten auch mal einen Anmachspruch versuchen. Oh, ich glaube, sie legt sich wieder hin. Ja, sie ist wieder müde. Ja, sie ist wieder müde. Und wer ist das? Getränk bestellen? Wer ist das? Nadine Löhrer. Sie sieht eigentlich ganz nett aus. Sie bräuchte mal ein bisschen Nachhilfe in Sachen Schminken. Kokett vorstellen. Mach mal direkt mal weiter, wenn er gerade sowieso gut drauf ist. Ja.
Ups. So. Ich weiß nicht, warum das gerade so leckt. Und warum hängt uns immer der Daichi Fujita auf der... Oh, du hast sie schon hier aus der Fassung gebracht. Oh, die muss das definitiv noch ein bisschen üben. So, aber die könnte auch... Oh, 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 oh. Die könnte eventuell auch ein weiterer... Oh, nee, nee, nee. Ah, sie ist ein Geek. Das passt doch zu dir, Aiden. Nach Entbindungstermin fragen? Die ist schwanger? Was zur Hölle? Fragen, ob Sim Single ist, das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Die spielt dahin für Trinkgeld. Was sagt sie jetzt? Oh! Also es lief jetzt eben nicht so gut, das... Aber sie ist Single. Sie ist Single, aber ist... No. Nibahan. Ach, sie ist ein Vampir. Das hätte ich mir auch direkt denken können. Wer ist das? Katrina Caliente, echt? Das ist Dinas Mom? Okay. Überzeugend zu flirten. Können Sie noch ein bisschen kennenlernen hier? Oh. Sie ist ein bisschen schwierig, aber das ist ja hier... Das ist ja unsere Skylar auch. Die würde ich gerne mal überarbeiten. Und aus der kann man richtig, richtig viel machen. Ich würde jetzt mir gerne als Ziel für diese Folge noch setzen, ihr vielleicht den Wohnungsschlüssel zu geben. Kompliment über Outfit machen. Unglaubliche Geschichte erzählen. Über das Kochen reden. Könnten vielleicht. Guck mal hier, Spielstrategien diskutieren. Das müsste doch eigentlich auch ganz gut kommen bei einem Geek. Oder ihre Strategien gehen so weit auseinander, dass sie sagt, was bist denn du für ein Versager? Das kann natürlich auch sein. Aber die beiden verstehen sich doch schon eigentlich ganz gut. Aber nach Entbindungstermin... Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Die ist echt schwanger? Die sieht überhaupt nicht schwanger aus. Oh, hoffentlich versaue ich es mir damit jetzt nicht. Anscheinend, es ist tatsächlich, sie hat es auf jeden Fall nicht übel genommen. Es ist romantisch, sie mit dem Videospiel können zu beeindrucken. Okay. Fabi und ich haben uns über WoW kennengelernt, aber so nerdig, dass man sagen muss, hey, willst du mal meinen Joystick sehen? Das, nun nicht unbedingt. So, wir könnten eine schlüpfrige... Genau, er stellt jetzt die, die schlüpfrige Frage. Und er guckt hier zu, der Barco Young. Wohnungsschlüssel geben. Und sie freut sich. Dann wird sie nämlich bestimmt mal vorbeikommen, dann können wir sie auch mal überarbeiten. Kann er jetzt nicht vielleicht schon? Nein, er kann sie noch nicht abknutschen.
Das funktioniert noch nicht. Dafür müssen wir noch weiter. Bewunderung ausdrücken, machen wir mal ein paar freundliche Sachen. Nicht die ganze Zeit nur romantisch, dann wird es halt auch irgendwie zu viel. Bitten einzuziehen, ja, nein, das ist überhaupt nicht zu viel. Ein Foto machen, wir können auch mal einen mutigen Anmachspruch versuchen. Angie! Und der Gesehene hat ein Bild mit seinem Lufthandy gemacht. Oh, es kommt gut an. Oh Mann, was ist das denn mit diesen Standbildern heute? Können wir jetzt hier nicht langsam mal... Ich würde dir gerne einen Knutsch aufdrücken. Warum geht das nicht? Ist er gerade nicht in Stimmung? Nee, jetzt hat sie auch langsam keinen Bock mehr. Und ich habe wieder ein Standbild. Was ist da los? Ja, oh, hier, erst ein Kuss erleben. Und? Aiden? Hinterher mit dir? Du solltest hinterhergehen. Mensch, du Flachzange. Jetzt ist die Chance schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir hier erst einmal so ein bisschen anheizen, die Sache. Knuddeln. Ah, das hat schon gezählt. 10 Sims küssen, hat er jetzt 4 von 10. Ganz geiler, dass gerade alles mitbekommen wird, aber ich glaube, die schläft noch hinten. Ersten Kuss erleben. Und eine starke romantische Beziehung mit 3 Sims gleichzeitig haben, hat er auch abgeschlossen. Oh, eigentlich tut mir Alia leid, aber das haben wir uns hier so ausgesucht. Wievielte Stufe vom Serienromantiker ist das? Es ist nur die vorletzte. Alter, was muss er denn hier noch machen? Bei 3 Verabredungen Gold verdienen und 8 Freunde oder Freundinnen gehabt haben. Oh, du meine Güte. Okay, das wird definitiv noch eine harte Aufgabe. Aber ihr Lieben, während Aiden jetzt schnell zum Klo latschen sollte, was er auch gerade tut, und Skylar scheinbar schon nach Hause gegangen ist, verabschiede ich mich auch für heute von euch. Bedanke mich fürs Zuschauen und ja, morgen sehen wir uns dann in einer ersten Baufolge seit längerer Zeit wieder. Also dann, macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!